Die Menschen in England stehen Schlange, um ihrem verschollenen König die letzte Ehre zu erweisen. In der Kathedrale von Leicester soll Richard III. Beigesetzt werden, mehr als ein halbes Jahrtausend nach seinem Tod in der Schlacht von Bosworth. Die Gebeine des Königs waren 1485 schon mal beigesetzt worden, in einem Kloster, das wenige Jahrzehnte später zerstört wurde. 2012 wurden sie bei Bauarbeiten für einen Parkplatz gefunden und einige Monate später identifiziert, durch einen DNA-Abgleich mit heute noch lebenden Verwandten des letzten Herrschers aus dem Hause York. Die Leute bereiten ihm einen wunderbaren, warmherzigen Empfang. Ich glaube, sie wissen heute besser, wer er war, im Vergleich zu der Karikatur, die vielleicht die Eindrücke früher bestimmt hat. Richard III. Wurde durch das gleichnamige Shakespeare-Drama weltberühmt, aber auf unrühmliche Weise. In der Tragödie ist er ein mordlüsterner Machtmensch und übler Despot mit Buckel. Richard herrschte von 1483 bis 1485, während der blutigen Rosenkriege. Historiker halten ihm heute zugute, dass er die Unschuldsvermutung im britischen Justizsystem eingeführt hat und die Möglichkeit für Verdächtige, auf Kaution aus der Haft entlassen zu werden. Den Sarg für Englands verschollenen König hat ein entfernter Verwandter von Richard III. Gefertigt, der Schreiner Michael Ibsen, Richards Ur-Ur-Urgroßneffe in der 17. Generation. Und die Untertanen der jetzigen Königin Elizabeth II. Verabschieden ihn gebührend mit weißen Rosen, dem Symbol des Hauses York. Thank you.